das letzte Mal bei Deponia. Ui. Das hat eine schöne Farbe. Die Mischung Rufus schonungslos, der Jungfrauenkiller oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Der Lady Killer. Okay. Finger weg. Ist ja gut. Autsch. Ey. Damit erklärt sich doch so einiges. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Schnutzipuh. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Was für ein Arschloch. Ja, moin moin moin, willkommen zurück bei Deponia. Ja, sind schon lange an diesem einen einzigen Rätsel schon dran und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage Pause gemacht, die letzten 2 Stunden bearbeitet und hochgeladen. Die werden jetzt die nächsten 2 Tage aus meiner Sicht kommen. Ich habe also genug Zeit, hier das hier fertig zu machen. So, Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Ja, Rufus, ne? Was könnte das wohl sein? Wir haben immer noch einen betäubten Papagei. Leider haben wir jedes Aufputschmittel soweit weggegeben. Ja. Ups. Sorry, ich muss mich dran gewöhnen, dass ich immer noch das Mausrad hier benutzen muss. Ach, Rufus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Okay, links und rechtsklick ist dasselbe. Dann erzähl mal dem Bürgermeister mal was. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht? Ja, doch. Ich finde Lotti super. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem... Wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Bitte? Okay. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, ups. Das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Okay. Dieses Gespräch war jetzt ein bisschen komisch. Aber sie muss zurück in ihre Welt.
Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn hier? Das hat man schon. Ich habe jetzt gemerkt, dass man wirklich jede Gesprächsoption wirklich durchgehen muss, weil einem dann irgendwas entgeht. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen. Endlich! Ist noch was? Okay. Und ob. Was? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lothek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Erkennt jemand die Ironie dahinter? Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Okay. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Wie sagen sie es in Traumschiff Surprise? Du hast dich doch nur hochgebumst. Okay. Das Mädchen gehört... Das hat man schon. Mir gehen die... Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Ja, bitte. Verpiss dich. Okay. Erstmal, super Fell. Direkt mal überfahren worden. Okay, was haben wir hier? Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Na ja, mal gucken, ob wir uns da aushelfen können. Ja, das wäre lustig. Nee, wohl eher nicht. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ja, möglicherweise. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. So, und der Alte kommt nicht mehr raus? Super. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden.
Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Okay, der Alte kommt wohl wirklich nicht mehr raus. Naja, soll mir recht sein. So, was ist hier? Gesprächsanlage. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Ja. Fernschreiber? M-A-C-H-T-S-G-U-T-I-H-R Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Okay, ich hätte jetzt irgendwas gerechnet wie, wer das liest, ist doof oder sowas, aber von mir aus. So, wir haben ein Glas. Kann man jetzt hier? Das Glas ist leer. Ja, okay. Ich dachte, wir hätten jetzt was zum Abfüllen. Ja gut, aber wir haben immer noch einen schlafenden... Ich sagte weg da! So. Aber ich habe eine Idee. Wenn etwas schläft oder tot ist, dann behilft man sich der Elektrizität. Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge, den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Scheiße. Ja, wir müssen uns immer noch an der Batteriesäure vergreifen. Offenbar ist noch genug Saft auf der Batterie. Offenbar ist noch genug... Die Frage ist... Ja, wie komme ich daran? Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Ja gut, dann haben wir jetzt... Ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. So, dann fehlt uns eigentlich nur das reine Wasser. Das dürfte dann in Wenzels Haus sein. Oder nicht? Das wäre dann das hier. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Wo wollen wir das denn reinfüllen, bitteschön? Und wir haben einen Schlüssel. Wahrscheinlich ist das für die... Also ich habe noch keinen Behälter, deswegen glaube ich nicht, dass ich da irgendwas machen könnte. Wir machen mal die Post auf. Hoffentlich geht das. Ich sag das Post. Nee. Ich sag das Post. Okay. Warum habe ich das hier schon wieder nicht ausprobiert? Immer das Offensichtlichste versuche ich nicht. Das ist kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. Natürlich. An seinen Schnapsschrank. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir eine Flasche. Da haben wir was zum Abfüllen. So. Ach so, das ist ein Schnaps. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Okay. Wen können wir denn jetzt den Schnaps andrehen? Meistens den, der mit Alkohol handelt, oder? Was denkt ihr? Ja. Ich habe klares Wasser. Was jetzt? Echt? Ja, hier. Das kann kein Wasser sein. Es ist klar. Was soll es denn sonst sein? Keine Ahnung. Ich finde, wir probieren es einfach damit. Als du das letzte Mal gesagt hast, habe ich meinen großen Zeh verloren. Jetzt beschwer dich mal nicht. Einen hast du ja noch. Ey, wirklich nicht übel. Klares Wasser. Es existiert wirklich. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden.
Okay, wo soll man das denn jetzt mischen? Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Okay. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Oh Mann, das ist die Kaffeemischung aus der Hölle. In dem Fall Deponia. Ab in den Tank damit. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Au, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Weltuntergang! Rufus macht ein Espresso! Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Da hat sie die Maschine gefetzt. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. So, nun? Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Niemals. Du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Okay, können wir den ausprobieren? Hey, du, aufwachen. Geht doch, Schnarchschnabel. Nicht im Ernst, der ist noch munter? Der lebt noch? ich bin sprachlos. Hat Rufus da was richtig gemacht? Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ha! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Okay. An was erinnert mich das? Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. An irgendwas erinnert mich das mit Sahne und Tanks. Ich weiß nur nicht was. So, dann wollen wir mal den Kaffee aus der Hölle benutzen. Ey, was wollt ihr denn alle hier? Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung.
Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Explosion, los! Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. What the fuck? Trotzdem. nee, komm. Was soll das? Das ist Medizin. Und wer ist du? Was soll das werden? Das ist Medizin. Und wer? Ey. Okay, dann muss er in dem Augenblick nicht der Arzt sein, wo wir das machen. Ja, toller Schlafanzug hier. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. What the fuck? Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar. Vergesst, das ist das erste Mal, dass ich ihn aufrecht stehen sehe. Das nimmst du aufrecht? Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Gol aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Gol, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an, ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich, ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Burn. Ja. Gizmo hat meine Philosophie zur Umfunterbeck. Ja, ja, okay. Also er beschwert sich, dass ich ihr Medizin geben möchte und er der Arzt ist, okay? Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Natürlich. Alles klar, also wir müssen wahrscheinlich irgendwo einen Notfall, naja, verursachen. Und wir haben dafür die ganzen Gegenstände hier. Ich bin tödlich wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift-Geheimagent. Okay, also das war jetzt Glück. Also ich schwöre, da habe ich nichts gemacht. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Okay, und wen sollen wir jetzt abschießen? Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Okay. Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Okay, da es jemanden gibt, der uns ständig dabei auffällt. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Okay, nee, ich dachte, wir müssten sie jetzt oder ihn, wie auch immer, zum Schlafen bringen, aber nö. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen. Okay. Warte mal. Da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Hallo, Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Okay.
Eine wunderbare Idee. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand? Von mir aus. Au! Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Oh, sie ist lieb geworden. Ist der Dartpfeil zu einer Zigarette geworden? Okay. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Okay, also ich möchte die Geschichte mit den Bienen und dem Frittierfett hören. Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Okay. Hey, Toni, ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Okay. Obwohl wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht mehr... Und da ist er... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Ja, und wir haben sie alle. Alles klar. Können wir jetzt in die Post. Los. Sie hat mich nicht vorgelassen. Okay. Nicht einmal... Ich sag's! Okay, gehen wir mal zum Bürgermeister. Der hat ja seine tolle Uhr. Vielleicht können wir ihnen sagen, dass wir was verschicken wollen. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert. Kompliziert, okay. Wir haben keinen Pfeil mehr, aber wir haben noch den Trichter. Wünschelrute. Und das Narkotikum. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Natürlich. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ja. Das muss nicht... Das hatten wir alle, glaube ich, schon, oder? Das hatten wir schon. Wir haben auch noch die Nummer aus irgendeinem Grund. Fernscheibe, was ist hier mit? Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Okay. Nächster bitte! Nächster bitte! Ja. Okay. Können wir hier noch irgendwas aufbohren oder sowas? Was ich damit vorhabe, aber noch will ich die Katze. Was ich da, aber noch. Nee. Ja, kann man mal ein bisschen was geschafft schon, kann man nicht mal weiter. Naja, das hatten wir schon. Das muss. Gdisch. Okay. Und dann hat Rufus ihn. Wer. Was? War das jetzt eine neue Geschichte? Und mit der Angel hat Rufus dann das arme Lamm in das Becken mit den... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Hier gibt's Schafe? Okay. Ich habe es gefunden, ich darf es auch behalten. Okay. Ich habe ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Okay.
Ich muss weg. Das aber du? Ja, ich bin immer noch da. Kein Peil. Hier mit der Quelle können wir auch gar nichts mehr machen, ne? Ich will mit Wenzel stinken. Vielleicht ist es ja eine Quelle mit Gas. Ich will mit Wenzel. Nein. Weil wenn da jetzt Gas drin wäre, dann würde das jetzt brennen. Ich will mit Wenzel. Ich will mit. Ja, vielleicht hat er was angebohrt. Wer weiß. Ich will mit. Ja, also ich denke, er will wirklich nichts damit zu tun haben. Wie mit dem Feuerlöscher. Da hat er ja auch wieder so gesagt, ich will das Ding nicht mehr sehen. Ja, was nun? Was nun? Geschenkcoupons. Was müssen wir denn jetzt mit denen machen? Sag mal. Wisst ihr was? Dann mache ich jetzt gerade einen Cut. Eine 2-Stunden-Videosequenz zu bearbeiten, das dauert dann doch ziemlich lange, um dann wiederum eine Folge rauszubringen. Also dann, naja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Deponia. Bis dahin.